Gehört der Islam zu Deutschland? Diese Frage haben wir Ihnen vor gut einer halben Stunde gestellt und Sie durften per Telefon entscheiden. Im Namen des Volkes heißt unsere interaktive Wochenserie zu 70 Jahren Grundgesetz. Und da geht es heute um das Thema Religionsfreiheit. Sie haben angerufen und das ist das Ergebnis. 4,66% sagen ja, der Islam gehört zu Deutschland. Nein, sagen überwiegend 95,34%. Und ich kann Ihnen noch sagen, dass wir insgesamt 15.267 Zuschauer